Und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ich will euch heute zeigen, wie man eine Speedfarm baut. Und zwar nicht nur eine ganz normale Speedfarm, sondern eine, die sich komplett selbst versorgt, sofern ihr die Energieressource dazu habt. Ihr könnt natürlich diese Speedfarm auf Holz auslegen, dann aus der Holzkohle Energie gewinnen oder aus der Biomasse, die ihr davon gewinnt, Energie gewinnen. Auf jeden Fall könnt ihr so relativ schnell ein sich selbst versorgendes System aufbauen, was dann zusätzlich noch Energie abschüttet und das könnt ihr für eure Maschinen verwenden. Das gibt es in Kleinformat, wer meine Let's Plays verfolgt. Ich habe das Ganze in verdammt groß gebaut. Das Ganze geht aber auch viel, viel kleiner und um einiges effizienter. Was ihr vor mir seht, ich gehe einfach davon aus, wenn man bei dem Stand ist, dass man dann schon ein klein bisschen was mit Applied Energistics gemacht hat. Man kann auch andere Systeme dafür verwenden. Ich verwende aber sehr gerne Applied Energistics. Dementsprechend seht ihr hier schon mal, was aufgebaut ist. Das ist einfach nur ein wirklich kleines System. Und mit einer der kleinsten Größen, die man für eine Assembly Chamber sich bauen kann. Da sind noch keine Rezepte drin. Das werden wir aber gleich ändern. Kommen wir erstmal zum Setup der Farm. Für das Setup der Farm benötigen wir ein paar Mine Factory Reloaded Machines. Und zwar diese drei Komponenten. Das ist einmal der Fertilizer, einmal der Harvester und einmal der Planter. Dazu noch diesen Dirt Block, um das Ganze ein bisschen schaulicher zu bauen. Der Harvester kommt immer unter die Blöcke, wo man seine Pflanzen planten möchte. Der Harvester harvest automatisch ein 3x3 Feld vor sich. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal mein 3x3 Feld baue, kann ich genau hier den Harvester hinsetzen und er würde alles abbauen, was natürlich andersrum, immer mit den Klingen nach vorne, der würde alles abbauen, was in diesem 3x3 Radius wächst. Um den Wachstum zu beschleunigen, weil der Standardwachstum ja nicht unbedingt eine Speedfarm ausmacht, kommt hier der Fertilizer, den natürlich auch wieder in diese Richtung gesetzt. Der versorgt auch alles im 3x3 Radius vor sich. Man kann diese mit Upgrades versehen, das erhöht den Radius, oder mit diesem Upgrade, was relativ neu ist, es reduziert den Radius. Wir lassen das Ganze erstmal komplett ohne Upgrades. Man kann alternativ auch einfach, wenn man nicht möchte, dass der Planter alle 3x3 Blöcke mit versieht, kann man auch den Rand aus Stein bauen, weil worauf er nicht planten kann, da plantet er auch nicht. Wir machen aber hier in dem Zug, okay, ich habe gesagt, ich benutze das Upgrade nicht, das stimmt nicht. Ich benutze das Upgrade in den Planter, dann setzt er nämlich nur auf diesen mittleren Block etwas drauf. Ihr könnt diese Maschinen mit einer x-beliebigen Energiequelle versorgen. Die können sowohl MJ, Redstone Flux als auch IC2 Energie fressen. Wie man hier sehen kann, alle drei Energieressourcen sind vorhanden. Das ist ziemlich benutzerfreundlich, weil dadurch seid ihr nicht eingeschränkt auf eine Energiequelle. Ich werde einfach mal hier eine Solar hinstellen. Zudem können die jede Menge fressen, also es gibt kein Maximum. Ihr könnt da so viel reinpumpen, wie ihr glücklich seid. Die werden nicht explodieren, wenn ihr zu viel reinpumpt. Ihr müsst also keinen Energieumwandler oder sonstige Geschichten hier hinsetzen. So. Damit haben wir das verbunden. Wie man sieht, der Fertilizer ist am Flackern, der Harvester ist am sich bewegen und der Planter wartet auf seinen ersten Auftrag. Das verbinden wir jetzt einfach mit unserem Applied Energistics System. Dazu einfach mal die Komponenten rausgeholt. Da haben wir einmal das ME Interface, was wir hinter den Harvester packen. Das ME Interface fungiert im Endeffekt wie eine Art Chest. Legt man etwas rein, dann wird es sofort ins System reingepumpt und sucht sich dementsprechend bei unseren Chips einen Platz. Ist bei den Chips kein Platz, dann fängt sich das Teil an zu füllen, bis es voll ist und dann nimmt es keine Items mehr auf. Wie eine ganz normale Chest, die voll ist. So. Allerdings werde ich dazu noch einen anderen Guide machen, wenn ihr die Wünsche dazu habt. Schreibt es mir einfach in die Comments, wenn ihr mal wollt, dass ich diese ganzen Maschinen von Applied Energistics ein bisschen ausführlicher erkläre, weil manche Sachen sind doch etwas kompliziert und etwas komplex.
Allein das Interface bietet sehr viele verschiedene Optionen, die man hier einstellen kann. Wie man sieht, gibt es hier auch noch einiges, was man machen kann. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, ab in die Comments. Ich mache dazu dann dementsprechend einen Guide. So, damit wir immer schön was haben, was der Plant ersetzen kann, packen wir hier einen Export dran. Da der exportiert dementsprechend, wie sein Name schon sagt. Weil wir den Fertilizer mit Ressourcen versorgen müssen, damit er auch was verwendet, kriegt er auch noch einen Export. Wie man sieht, er hat Strom und das gibt übrigens an, wann er versucht, die nächste Arbeit zu machen. Der ist da etwas schnell. Der ist um einiges noch schneller. Ich glaube, der Planter, der ist auch, also 5 Ticks, wie man hier sehen kann. Der hat 20 Ticks, das heißt, wenn er nichts zu tun hat, wartet er 20 Ticks, guckt wieder, habe ich was zu tun? Nein, okay, ich warte wieder 20 Ticks und so weiter. Hat er was zu tun, dann dementsprechend macht er seine Arbeit, das heißt, der Workbalken füllt sich. Wenn er voll ist, fängt er wieder an zu idlen und bis zum nächsten Stand der Dinge. Gut, wir wollen einfach mal Oakwood. Wir wollen Holz haben. Das heißt, wir werfen das Holz hier rein. Wie man sieht, er plantet es. Und damit habe ich es kaputt gemacht. Kein Problem. So. Wir müssen das natürlich auch nochmal Export einstellen, damit das auch jederzeit versorgt. Damit die doch die ganze Zeit reinfließen. Und wenn wir jetzt in unser System einfach mal die Oak-Saplinge reinschmeißen, werdet ihr sehen, es werden schon weniger, weil er füllt sie alle hier in den Planter rein. Das heißt, Oak-Saplinge, die geharvestet werden, landen dementsprechend einmal über diesen Interface im System und werden relativ schnell dann in den Planter zurückgeführt. Das Schöne ist, dass wir hier immer einen Buffer an Ressourcen haben. Das heißt, wenn wir mal wirklich alle Oak-Saplinge aus unserem System rausnehmen, haben wir immer noch dieses komplette Inventar, was hier ist, was uns die Möglichkeit gibt, dass er weiterhin was erzeugt. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Fertilizer. Damit das Ganze zu einer Speedfarm wird, brauchen wir den Fertilizer. Fertilizer gibt es eine ganze Menge, die wir verwenden können. Wenn man jetzt einmal auf geht, sehen wir hier schon mal die ersten drei. Das ist einmal der Mine Factory Reload Fertilizer, der Industrial Craft 2 Fertilizer und der Forestry Fertilizer. Die Rezepte sind relativ unterschiedlich. Der Mine Factory Reloaded, den kann man bauen. Man braucht halt Holz für das mittlere, man braucht Wheat, man braucht String, man braucht Bone Meal, das sind eine ganze Menge Ressourcen. Dieser Fertilizer, den kann man sich relativ schnell bauen, da man Apatit im Boden findet und ansonsten keinerlei Verwendung für Apatit hat. Das ist ein Apatit, 2 Sand, ergeben 8 Fertilizer. Das haben wir hier mal im System einen ganzen Haufen. Problem ist, man ist immer auf die Bodenressource Apatit angewiesen. Und wenn die mal ausgeht, hört auf, die Farm zu arbeiten. Und wir wollen ja eine dauerhafte Farm haben. Dementsprechend fällt Apatit weg. Es ist eine schöne Möglichkeit, um einen Start hinzukriegen, wenn man gerade nicht ein anderes Setup hat. Aber für uns nicht zu gebrauchen. Was wir haben wollen, ist dieser Fertilizer. Den kann man nämlich aus Scrap machen. Und zwar kann man den entweder aus Scrap und Bone Meal machen. Oder, was noch viel geiler ist, man kann den aus Scrap und Fertilizer machen. Das heißt, ich kann mit zwei Scrap kann ich einen Fertilizer herstellen. Weil der geht ja beim Craften verloren. Und Scrap kann man sich ja unendlich produzieren, ohne auf externe Ressourcen zurückzugreifen. Und zwar mit diesem schönen Recycler. Ich habe den ein klein bisschen mal aufgepuppt, damit er für die Demo hier ein bisschen schneller läuft. Das hier oben soll eine Cobblestone-Farm simulieren. Denkt euch, baut euch eure beliebige Cobblestone-Farm. Es gibt 100 Wege, eine Cobblestone-Farm zu bauen. Jede ist effektiver als die andere. Ich habe hier einfach mal eine Creative-Chest hingepackt, die hat beinhaltet sozusagen unendlich Cobblestone und befüllt meine Recycler jetzt. Also wie gesagt, denkt euch hier eine große Cobblestone-Farm, die ganze Zeit Cobblestone hier unten reinpumpt. Was wir nun machen wollen, wir wollen den Fertilizer befüllen. Allerdings haben wir ein Problem, wenn der Fertilizer, jetzt mal als Beispiel gezeigt, nehmen wir dazu mal ein bisschen Scrap raus, auf welches Problem wir da treffen. Wir wollen als erstes den unserem System sagen, wie man Fertilizer, also den wir haben wollen, nein, das war das Falsche,
Wir wollen nämlich diesen Fertilizer haben. So, packen wir das jetzt in unseren Cube rein. Dann weiß er, wie er diesen Fertilizer craften kann. Sagen wir ihn also jetzt hier, crafte mal den Fertilizer für uns und befülle damit die Maschine. Ihr seht, passiert nichts. Warum? Es fehlt der eine Fertilizer, der das Ganze zum Starten bringt. Den packen wir jetzt mal rein. Und er fängt an zu craften, aber... So viel dazu. Er hat nicht wirklich gecraftet. Er hat einfach... Naja, den einen Fertilizer, den er im System hat, sofort da reingelegt. Man könnte jetzt sagen, hey, crafte nur Fertilizer. Das heißt, er nimmt keine aus dem System, sondern er versucht sie immer zu craften. Hat den Nachteil, dass der Fertilizer, der bei uns im System irgendwann mal landet, die ganze Zeit da am Rumgammeln ist. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja irgendwie nur ein Fertilizer im System haben und nicht stackweise. Nimmt ja nur Speicherplatz weg und Speicherplatz ist teuer. Also können wir da eine ganz einfache Lösung sagen. Wir sagen ihm ganz einfach, mit einem Redstone-Signal, hey, wenn du mehr als ein Fertilizer hast, emit when level are above or equals limit. Nein, wir wollen, dass es ausgeht. Oder wir machen einfach mal eine Pufferzone von 5 Fertilizer. Wenn du 5 Fertilizer hast, dann gehst du aus. Und ihm sagen jetzt einfach, den hier, du bist nur aktiv, wenn du kein Redstone-Signal hast. Das heißt, dieses Redstone-Signal blockiert gerade den Export. Hier schalten wir mal wieder auf Craft und Move. Das heißt, wenn wir hier einmal sehen, beziehungsweise ich werde mal kurz den abbauen, das nervt nur, wenn der am Arbeiten ist. Wenn wir ein Stick reinwerfen, fängt er an, alles rauszupumpen. Wie man sieht, würde hier auch schon ein Baum sein. Ja, da haben wir einen Baum. Nun pumpt er fröhlich raus. Wir schmeißen mal den restlichen Scrap rein und wir schließen auch unseren Recycler wieder an. Wie man sieht, hat er bei 4 aufgehört rauszupumpen. Die Lampe ist angegangen. Damit kann man verhindern, dass der Fertilizer aus dem System fliegt. Was wir jetzt aber allerdings als Problem haben, ist, dass wir keinen mehr craften. Auf dieses Problem war ich vorbereitet und es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, wie man sozusagen ein Unlimited Crafting Prinzip einbaut, wie es die ganze Zeit gecraftet wird. Zwar braucht man dafür einfach nur ein Interface und ein MA Position Bus. Dazu schließen wir das einfach mal hier an, scherzhaftweise. Den müssen wir auf dieses Gerät lenken, so anschließen. Und jetzt pumpt er in sein eigenes System rein. Das heißt, er exportiert in sich selbst. Was wir hier jetzt aber verwenden wollen, ist die Only Crafting. Warum? Weil er craftet dann Items und pumpt sie in sich selbst rein. Endlos. Jetzt nehmen wir uns den Fertilizer raus und wir sagen ihm jetzt einfach, hey, crafte uns Fertilizer. Wie man hier sieht, die landen da drin und werden gleich ins System geschleust. Der Scrap fängt an sich zu vermindern, der Fertilizer fängt an hochzugehen. Er pumpt nicht alles aus dem System raus, das heißt, wir haben immer ein bisschen Fertilizer drin, womit er die ganze Zeit weiter craften kann und glücklich ist. Und ja, somit haben wir eine unendliche Quelle an Fertilizer. Und in der Geschwindigkeit, wie wir Scrap erzeugen. Um das Ganze mal auf die Spitze zu treiben, der hier ist ein bisschen langsam, können wir den einfach mal einen kleinen Speedboost geben. Ihr seht, der produziert jetzt einfach mal abartig schnell, weil er nur noch mit 0,11%, er braucht nur noch 0,11% von dem, was er vorher gebraucht hat. Und ja, unser Fertilizer ist am Start. Das fährt hoch. Was wir jetzt noch brauchen als Demonstration ist der Harvester.
wie man hier sieht, ist das eine extrem flotte Baumfarm. Da kann man natürlich alles anpflanzen. Das muss jetzt nicht unbedingt Augwuchs sein. Man kann auch jede andere Art von Pflanze hinpacken, jede andere Art von Baum. Oder. Und wenn man nicht möchte, dass einem das System irgendwann überläuft mit Holz, kann man hier sich auch ein einfaches System ausdenken. Man nimmt sich einfach das Holz und sagt, hey, wieder mit diesem schönen Level-Emitter schließt man einfach an den Harvester an. Man kann ihn auch an den Planter anschließen, wenn man nicht möchte, dass wenn das Ziel ist, dass er einfach aufhört zu planten. Du sollst mal bitte nur 10 Stacks. Wenn du mehr als 10 Stacks im System hast, hör einfach auf. Wie man sieht, haben wir hier das Problem, dass... Ich hoffe, er korrigiert das. Wir werden es gleich rausfinden. Gerade im Moment macht er gar nichts. Ah, ja. Die Solarzelle ist jetzt unterm Baum gelandet. Kurze Korrektur. So, jetzt geht's auch schon weiter. Ja. Er haut da oben noch den Rest vom letzten Baum weg. Und wie wir im System sehen, können wir mit der Menge an Holz auf jeden Fall... ich würde sagen, ein Steamboiler kann man damit auf jeden Fall versorgen. Und ein Steamboiler erzeugt uns längst genug Energie, um diese Farm zu betreiben. Das hätte ich nicht tun sollen. Egal, ihr seht das Prinzip. Ich lasse das jetzt einfach so. Chaos ist immer Teil der Arbeit. Auf jeden Fall erzeugt, würde ein Steamboiler genug Energie erzeugen, um das hier alles zu versorgen und hätte dann immer noch einen sehr krassen Überschuss. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie man eine endlos Speedfarm baut und das in einem relativ kompakten System. Wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt, wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen wollt, lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann, so wie ich die Zeit finde, ein Tutorial dazu machen. Und ansonsten, so wie immer, see you later. Hey, und so schnell kann ein Video vorbei sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei und vielen Dank, dass ihr euch das angeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Gebt einen Daumen hoch und lasst einen Kommentar da. Ich lese die doch so gerne. Ich habe euch mal meine 3 Playlisten reingepackt. Wenn ihr eine noch nicht kennt und Interesse an dem Spiel habt, schaut rein. Die sind 1A. Wenn ihr es noch nicht getan habt und es vielleicht sogar tun wollt, hier habe ich euch einen großen gelben Abonnieren-Button gegeben. Drückt drauf und freut euch an mehr. Ich bin immer froh über jede Art von Unterstützung. Das heißt für mich nur Motivation, mehr Videos, mehr Spiele, mehr Spaß. Und das nicht nur für mich, sondern auch für euch. Ich mache den Content ja für euch. Also Leute, schaut mal rein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.